Hallo, das ist Wolf Games und herzlich willkommen zum Teambuilding gegen den guten Captain Cringe. Ja, er hat ein interessantes Team. Er hat nämlich ein paar gute Mons. Er hat kein Kyurem Black. Er hat kein typisches Cringe-Team, was sehr interessant ist. Ist das? Ja, gut, der Chillable, ne? sonst, to be honest, ist es nicht so ein typisches Cringe-Team. Was interessant ist, er hat so Megalatias. Der ist scary. Das war der Megalatias. Ja, das war Megalatias, nicht Megalatios. Das wäre jetzt interessant. Er hat Weavile. Weavile ist scary. Das sind so zwei Aspekte, wo du denkst, uff. Da das Slowbro, gegen den musst du dich preppen, weil sonst könnte er echt gefährlich werden. Das magst du nicht. Furrow, der legt Hazards, der ist bulky. Uff. Florges, den hat Richard doch irgendwie immer dabei. Der ist auch nice, den hatte ich in Season 4 und 5, jetzt hat Richard den. Und der haut damit auch immer ziemlich rein, also dementsprechend dagegen muss man sich auf jeden Fall preppen, weil er halt gut ist. Rotom Heat, das ist ja auch eine ziemlich gute Rotom-Form. Wir haben natürlich die bessere Rotom-Form im normalen Rotom, aber der ist auch okay. Vishu, der kann böllern und ist strong. Und ich glaube, der wird den sogar dabei haben, weil der braucht was für Megatita und dann wird irgendwie so ein komisches Regenerator Vishu probably bringen, damit er Megatita checken kann. Oder so. Hat der Dellmeister, das ist einer seiner Spinner. Der ist typisch auch, ist echt nicht schlecht, weil der böllert und ist echt nicht so weak. Und das ist scary, sich gegen ihn zu preppen. Ed Claydol, den sehe ich eher weniger. Der ist, glaube ich, nicht so nice. Und der denkt so, ach, guck mal, der kann die Rock-Type-Moves von Tita covern. Und da kommt der Crunch. Und dann so, verdammt. Tektas ist richtig cool. Das ist ein richtig cooler Pick, Alter. Der böllert, der ist strong, der ist. Aber ich habe mich dagegen gut gepreppt, glaube ich. Ich habe auch nur. Ich habe nicht tatsächlich in meinem Team, was ich gleich mitnehmen werde. 5 Bug Resists und eine Weak. Also dementsprechend sollte passen. Und Chillerbell. Aber dagegen habe ich mich gepreppt. Und ja, ich zeige einfach mal, was ich dabei habe. Das war die erste Idee mit Bulu. Mit Yachiberry Bulu. Und da dachte ich mir, hey, das ist cool. Aber das ist nicht zustande gekommen. Bei Bulu kommt in nix wirklich rein. Sowas kommt rein. Weaver? Nein. Ein Slowbro, maybe. Aber dann werde ich geburnt. So, das ist kacke. So, ich möchte eher Pivots haben. Ich möchte Pivot und Pivots haben. Ich möchte Richards Team. Richtig checken und so, deswegen gehen wir auch direkt in das Team, was ich mitnehme, weil, tut mir leid, es war so ein Teambuilding, das war eigentlich relativ klar, was ich alles mitnehmen möchte, da gab es nicht viel Auswahl. Ich weiß nicht, ob ich auch, Spoiler wegen letztem Spieltag, vielleicht einfach ein bisschen tilted bin, aber letzten Spieltag war das Team genauso, ich weiß nicht, irgendwie, so ich sehe diese eine Team-Variante und ich komme da nicht mehr raus aus dem Spiel, aus dem Spielraum, ich habe normalerweise ein bisschen mehr Spielraum und so, ich habe ein bisschen über Bissbug nachgedacht, aber den Rest finde ich trash, weil zum Beispiel, sagen wir mal, Bulu ist wirklich das Problem, da kommen nix rein, so, ich sehe so Jab auf, keine Ahnung, wie Schuh und so, und dann macht er irgendwie nicht so viel, also, finde ich nicht so nice. Wie Bronzong ist das Problem, klar, der ist auch ein nice Steel-Top gegen Oscillati bekommen, aber hat der Weavile, deswegen ein bisschen kacke. So, und der kann auch von einem gecheckt werden. Flygon, so was macht denn Flygon? Bissbar könnte böllern, aber ich sehe ja die ganze Zeit irgendwie Slowbro dann reinkommen oder halt ein Ruder und das ist irgendwie ein bisschen doof. Gastrodon, ja, keine Ahnung, was der machen möchte. Deswegen so, das sind, die Monster, die ich mitnehme, sind irgendwie so die gesetzten. Wir fangen mit Megatita an, weil Megatita ist amazing. Wir sind nicht Max Attack, aber das ist okay. Wir brauchen wir nicht. Wir sind einfach so viele Tech, wie wir brauchen und böllern einfach, weil wir haben Superpower Stone, Crunch, Fire Punch. Lass mich die Moves erklären. Okay, Superpower ist vielleicht erstmal den Move, den man sich beim Matchup denkt, hä, wofür braucht ihr den? Aber erstmal machen wir mehr Schaden auf Vishu mit als andere und falls er Reflect hat, Megalatias zockt und sich denkt, ah, guck mal auf Crunch und so, da können wir Reflect haben, macht er gar nichts mehr und Superpower ich den einfach weg. Dann ist ja kein Problem mehr. Ich habe zwar kein Pursuit, was ein bisschen schade ist, aber das weiß der ja nicht. So, dementsprechend kann er vielleicht drin bleiben, dann macht er so einen Reflect-Type-Mist. Wenn ich so Vishu sehe und den, dann denkt sich so, okay, auf Pursuit dann Reflect-Type nehmen, dann werde ich erstmal straight superpowern. Weil entweder ich treffe Vishu oder ich kill einfach das Megalatias. Und das wird ziemlich nice. Stone ist einfach der stärkste Move gegen fast alles andere. So, Flog, das kann ich two-hitten, so ich böller halt so ein Weavile weg, ich hau ziemlich stark. So, tag das einfach mal raus. Ja, ist einfach der stärkste Move. Sonst Crunch ist halt einfach nice gegen die Psychic-Types, natürlich gegen, ja, Megalatias und Slowbro, damit ich die tooten kann. Das ist relativ wichtig, weil die sonst scary sind. Und Fire Punch ist dann nochmal einfach da. Dann ist es aber ein extra Coverage-Move und trifft halt Ferrothorn sehr, sehr stark. Den kann ich mit auf jeden Fall tooten. Das heißt, der kann auch nicht reinkommen. So dass Megatita eigentlich fast unwallbar ist, außer von einem Fist of Vishu oder so. Und das sollte dann nice sein, der sollte reinhauen können. Ja, Bulk Investment ist dafür da, damit ich mit dem Spätzle Investment 2 HP Fighting von Next Special Attack Megalatias tanken kann, damit ich da reinkommen kann. Speed ist dafür da, damit ich ein uninvestiertes Rotom Heat outspeeden kann, damit ich auch schneller bin als so ein bisschen Speed investiertes Flogges, was ich relativ wichtig finde, damit ich mit Stone einfach wegböllern kann. Dann bin ich nämlich schneller als der ganze defensive Shit, was ganz nice ist, weil Megatita ist ja natürlich zwar slow, aber nicht gerade so schnell genug, dass ich den ganzen defensiven Shit outspeede, was halt nice ist.
Und der Rest ist dann der Tag, damit ich halt, glaube ich, dann ein paar Rolls gut bekomme. Und dann ein bisschen den Fist Death. Ich glaube, das war irgendwie ganz gimmicky. Ich wollte einfach ein bisschen den Death hauen, damit ich da vielleicht ein bisschen sicherer abgedingst bin. Und ich glaube, so macht irgendwie die Power Whip von Maruda, wenn der Max Attack ist, irgendwie, ich glaube, ich hätte nur 25% nicht nach Rocks zu killen oder sowas. Ja, dementsprechend. Ja, Tita ist nice. In dem Matchup auch wieder, und wenn ich den reinkriege, was ich euch gleich zeige, wie, dann sollte das eigentlich passen. Als nächstes Mal, was spoilern kann, ist Drogelji. Der ist Mordes Max Special Attack. Ich habe mal ein bisschen Speed reingetan, damit ich nicht gespeed creep werde. Ich muss auf jeden Fall, warte, ich setze das schon mal hier auf Battlespot Singles, damit ihr mir nicht die IVs hier verkackt. So, bam, bam, bam. Ich glaube, das sollte, ja. Ich habe ein bisschen Speed reingetan, damit er mich nicht Speed creepen kann, weil er hat sowas wie Tektas und so Space 40. Wenn er ein bisschen Speed reinpackt, bin ich probably schneller. Deswegen habe ich ein bisschen Speed reingetan, nicht weil ich es muss, aber einfach damit ich seinen Speed creep, vielleicht Speed creep oder so, damit ich auf jeden Fall schneller bin als die. Außer haut jetzt eine Menge Speed rein, was sein kann, aber na gut, dann ist das so. Was muss, habe ich Draco, HP Fire, Sludge Wave, das trifft alles in einem Team. HP Fire tutet auch Spätz der Pharaoh, was nice ist. Und dann, wenn ich immer Pharaoh weg hat, da kann ich einfach meine Steps spammen und Böller halt immer was. Ja, da keinen so wirklichen Switchen. Und Last Move ist T-Spikes, weil er halt keine so geile Removal. Er kann zwar spinnen, aber wir haben rein natürlich einen Spin-Blocker. Und ja, sowas wie Slowbo dann auch zu Toxic und sowas wie Floor ist immer zu Toxic, wenn die reinkommen. Das wäre schon ziemlich nice, deswegen die Moves normal. Und auf dem Switch und in irgendwas, wenn der irgendwie denkt, okay, mal gucken, was für Move ich tue, kann ich T-Spikes drücken, das ist so ein bisschen Midground, was nice ist. Ja, als Item habe ich hier die Margo Berry, eine 50% Beere, weil ich habe auch kein Grassy Terrain dabei. Das Black Sun shift mir nicht so viel und vielleicht, wenn ich mal irgendwie ganz low komme oder so, dann aktiviert sich die Berry und das kann mir vielleicht meinen Hintern retten. Das wäre natürlich ziemlich nice. Ich finde auch das Halving von Dragalge hier ziemlich nice, weil das kann in Tektas reinkommen, resistiert ja beide Steps. Das ist ziemlich nice, kann sowas wie Slowbro rein theoretisch reinkommen, außer dem Psychic Move. Flores und so weiter kann es eventuell bieten. Rot und Heat checkt er natürlich. Check ist so ein bisschen Fighting-Type. Check ist eigentlich relativ nice. Ich kann noch mal ganz kurz zeigen, wie viel so Flores machen. Flores hat einen hohen Special Attack und Fairy ist nicht resistet, aber ja, trotzdem macht das nicht genug, was halt nice ist. Da können wir den Sludge wählen und ja, das macht er genug. So, wenn er Cormat ist, okay, da kann er uns rein theoretisch bieten, aber das ist okay, dann können wir den mit anderen Monster nachher rausnehmen. Also dementsprechend, das sollte fein sein. Was wird er sein? Ich glaube, der wird halt nicht Synthese zocken, das heißt, er hat probably Wish Protect. Ein Wish Protect CM muss halt Moonblast zocken, dann kann ich HP Fire zocken oder so. Und er sieht halt meinen Steel-Type, das heißt, er muss irgendwie dran vorbeikommen. Also sehe ich das eher weniger. Ein Synthese hat einen Sandsturm echt nicht so nice. Gut. Dann haben wir Panferno, das ist wieder Choice Band. Diesmal hat es aber keinen Flare Blitz und hat wieder U-Turn. Okay, lass mich das erklären. Ich habe ja gesagt, U-Turn Panferno ist ein Mistake. Aber nicht gegen das Team. Gegen das Team muss ich das haben, weil er hat halt Mega Latias und Slowbro. Die kommen immer rein. Und das kann ich zwar so strong werden wie möglich, kann ich Element zocken oder so, ich mache den keinen Schaden. Auch weil ich nicht, weil es nicht den Shadow Punch gibt. Es gibt Shadow Claw, aber das macht nicht genug. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich brauche U-Turn, damit ich gegen diese Monster U-Turn kann. Und das wäre halt nice, wenn so Mega Latias reinkommt, ich U-Turn und dann das Momentum keepe. Das wäre alles nice. Oder irgendwas mit U-Turn reinkriegt, das wäre fein. Ich brauche Infernape einfach wegen Weaver, damit ich einen Revenge kann mit Mug Punch. Und Ban ist einfach nice, damit ich halt so reinhauen kann wie möglich. Ich habe Fire Punch dabei, damit ich keinen Recur kriege. Und Fire Punch tutet auch ein defensives Flawless. Das war eigentlich relativ nice. One-Headed Pharaoh und sonst ist CC halt auch relativ nice. CC ist generell mein stärkster Move hier in diesem Game dann mit Ape. Und das Nice mit Ape ist halt auch, ich bin schneller als fast alles. Weaver und so ist halt kein großes Problem, weil ich selbst existiere ich mit dem Mulgenwesen tatsächlich. Aber ich meine, da guckt, hänge ich tatsächlich eine Area Ace auch. Und das ist jetzt kein spezifisches, aber es hat worked irgendwie. Und natürlich Chinchino schneller, aber die kann ich kann nicht schnellere Mods alle Mark punchen und den Rest kann ich einfach böllern. Außer zum Beispiel, außer natürlich Megalatias, aber gut. Da kann ich nicht viel machen. Und deswegen ist Bad Nape, glaube ich, ziemlich nice. Ich habe andere Sets überlegt. Ich habe, das muss ich zeigen. Ich habe gedacht, wir kämpfen gegen Captain Cringe, vielleicht können wir irgendwas Cooles uns überlegen. Da habe ich einen Scope Lens, Blaze Kick, Shadow Claw Set mir überlegt, so 50% Crit Chance, aber Choice Band, Iron Fist ist einfach stärker, also nein. Und Shadow Claw tutet Slowbro. Nee, ist alles bad gewesen. Deswegen, das ist das Set. Das ist auch cool. Und ich glaube, das sollte passen. Ja, dann haben wir einen Mon dabei, was wir sonst nie gesehen haben. Forsaker. Und das ist halt einfach besser als Bronzong. Das ist der bessere Steel-Type hier, einfach weil er nicht von Weaver getroffen wird. Und ich kann halt mit Fistef Fortress relativ safe in meinen Weaver reinkommen, was eigentlich relativ wichtig ist. Weil gegen Weaver hast du sonst nicht so viele Switch-Ins. Und Bronzong wird einfach genockt, dann habe ich ein Problem. Mit Fortress kann ich auch gegen Megalatius machen, außer der HP Fire. Und generell gegen die physischen Mons sollte ich da so ein paar Hits nehmen. Ich brauchte auch noch einen Rock-Setter, das ist natürlich ein Fortress. Hat auch Volt Switch, was ganz nice ist. Das heißt, wenn ich mal gegen sowas wie Biblia reinkomme, kriege ich vielleicht einfach Momente mit Volt Switch, wenn er was wechselt. Seine Absorb ist halt auch Claydol und ich weiß nicht, ob er den dabei haben möchte. Dann habe ich Gyro Ball, das killt einfach das Weavile, was halt nice. Macht auch einigen Damage gegen Flawless. Ich habe überlegt, ob ich Heavy Slam zocke, aber das killt halt leider das Weavile nicht von voll. Deswegen habe ich eher Gyro Ball genommen. Weil Flawless kann ich gegen einen noch Toxic, und das ist der Move drauf. Und Rockstun ist auch nochmal ganz nice, ja.
Als Item habe ich die Ayapapa Berry. Keine Ahnung, falls irgendwie mal ein Rotom Heat und irgendwie das Szenario sein sollte, dass ich da drin bin. Ich muss Volt Switch in der Overheated. Ich bin Max HP, Sturdy Com, Berry Trigger, Volt Switch raus, keine Ahnung. Aber ich sehe das Item hier eh genockt, aber für den Fall, dass ich irgendwann mal was verwenden kann, dann wäre das ganz nice. Und ja, Investment ist halt einfach in die physische Defensive. Weil ich halt physisch jetzt eher damit tanken möchte. Wäre cool, wenn ich natürlich sowas von Megalatis auch besser tanken kann, aber dafür muss ich dann halt in Tita gehen. Vielleicht auch mal kann ich mit Torn pivoten. Muss man dann mal gucken. Aber ich glaube, Fortress sollte einen soliden Job machen. Und ja, das ist dann das Set hier. Sehr, sehr, sehr einfach. Ja, Rotom ist wieder da. Hier war anfangs Bulu, aber es hat mir meinem Herzen wehgetan, dass Rotom nicht im Team war. Und Rotom ist auch einfach besser, weil, der ist halt nice, weil er halt schneller als alles ist mit dem Bulky Scarf Set. Das heißt, ich kann sowas wie Reaver zum Beispiel revengen. Alles kann ich revengen, weil das schnellste Mon on Field. Hab Volt Switch, was nice ist, weil, wie gesagt, sein einzig Absorb Clay Doll. Shadow Ball ist halt nice für Megalatis. Wenn er Max HP ist, tute ich den noch nicht mehr mit Shadow Ball. Erst noch Rocks, was ein bisschen schade ist. Aber ich treffe ihn sehr effektiv immerhin, das ist okay. T-Ball trifft nochmal, macht nochmal einen okayen Schaden und Trick ist mein Last Move. Einfach falls er irgendwie so bulky Setup-Mons hat. Oder so gegen Pharaoh kann ich ihn einfach tricken, dann ist er weniger ein Threat. Und das Nice an Rotom ist, er kann halt immer mal Slowball reinkommen. Sowas wie Bulu macht es halt einfach nicht, weil er gebürmen kann und mit Rotom kann ich das machen. Außer der ist AV Slowbro, das ist ein ganz anderes Problem, aber da muss ich mit Dragalge, muss ich irgendwie was gucken. Weil das könnte to be honest scary werden, wenn ich mir das angucke, aber ich sehe auch nicht, was ich dann da groß gegen ändern kann. Und wenn ich Scarf bin, dann kann ich immer, kann Weaver mich nicht unbedingt in mich reinkommen, wenn Rocks legen und so, mache ich schon Schaden gegen ihn. Ja, dementsprechend ist das fein. Nochmal so ein Normal Resist, nochmal so ein Spin Blocker, das ist okay. So, der Water Tap Slowbro macht mir gerade ein bisschen Angst. Aber ich habe halt keinen Switch hin, so wirklich. Wenn ich ehrlich bin, was soll ich da reinholen? Das muss halt Rotom sein. Er kann AV zocken mit Grass Knot, Psyshock, Scald. Ja, kann ich aber nicht verhindern. Irgendwie Ice Beam. Ja, aber was soll ich machen? Kann ich jetzt nicht verhindern. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich ihn. Checke, ja, Max HP, Max Special Attack. Ich glaube, das Special Attack Investment habe ich ein bisschen rumgecackt. Das ist tatsächlich irgendwie Max HP das Beste, weil da kriege ich irgendwie mit dem Special Attack Investment die beste Roll fast, die ich fast kriegen kann gegen Latias. Die nächste ist irgendwie sehr viel Special Attack mehr. Und deswegen dachte ich mir, komm, Max HP, damit ich ein bisschen Bulk habe, damit ich halt auch ein paar Hits tanken kann. Weil das finde ich auch ganz wichtig bei Rotom immer. Ja, das ist einfach das Set. Mir macht Slowbro gerade immer mehr Angst. Ich habe halt Tita, ich habe halt ein bisschen Momentum so. Der kommt halt nicht for free in irgendwas rein. So, ich kann halt U-Turn, die Volt switchen, U-Turn. Und dann kommt halt Tita rein oder so. Und dann muss er echt Angst haben. Und deswegen, probably wird er nicht EV haben, weil er Angst vor Pursuit hat. Ja, I guess das wird sein, probably Cobra Berry dann oder so. Ja, doch, ich glaube, ich muss mir da nicht so viel Angst machen. Dragalge kann ihn dann auch wegböllern, weil wir dann schneller sind und so. Ja, und jetzt sollte passen. Ich rede mir das ein, dass es alles gut sein wird. Ja. Ist das nicht das beste Mon hier in dem Match, aber ist okay, weil er hat auch noch nicht so viel für die Steps, also sowas wie Maruda und so. Die ganzen Spinner kann ich auch mit Shadow Ball rausthreatenen. Das heißt, wenn die mal spinnen sollten wirklich oder falls ich meinen Spin preventen möchte, kann ich wirklich dann Rotom gehen und zack, das Spin prevented und dann haben die halt Angst wegen Shadow Ball. Seine Resistance sind auch nicht so gut, Chiller Bell und Weavile, deswegen, ja, da mache ich immer ein bisschen Schade, kann das natürlich mit sowas wie Pharaoh und Flogus gut abfangen, aber es ist okay, Und Last Mon ist Torn, einfach damit ich halt ein bisschen was physisch Defensiveres habe nochmal, was in sowas wie Chiller Bell reinkommen kann, was nochmal in sowas wie Wishu reinkommen kann und einfach mir nochmal ein bisschen Momentum gibt. Ich habe Hurricane als Move, der attackt, weil damit mache ich ein bisschen Schaden. Ich habe Taunt, weil ich mache mit Torn halt nicht viel gegen Megalatis, aber den schon mal zu taunten könnte etwas sein im Weg, den zu besiegen, damit er sich schon mal nicht recovern kann. Hilft auch gegen den ganzen defensiven Kram, wie sowas wie Flawless. Taunt ich den einfach einen U-Turn dann raus in Dragalge oder sowas. Oder Mega Tita und das passt dann. U-Turn ganz klar für Momentum und dann nochmal Defog, weil falls er irgendwie Hazards gegen mich legt, kriege ich den direkt wieder weg. Zum Beispiel Pharaoh. Pharaoh kann natürlich auch taunten und ja, das ist, denke ich mal, fein. Ich habe leider keinen Knockoff, das wäre ganz cool, weil das wäre echt gut, aber mir fehlt da leider der Move-Slot. Und ja, was ist mein Default-Spread? Ich bin schneller als Chiller Bell, damit bin ich schneller als fast alles, bis auf Weavile. Weavile ist natürlich scarier, wenn er mich passiert, dann kriegst du Rocky Helmet Damage und regen ich einfach den Damage von mir fast wieder zurück, das ist okay. Ja, sonst soll das passen. Death Investment, ich brauche irgendwie 4 in EVs, damit ich von Chiller Bell eine Choice Bell, eine Tail Slap tanke. Und wenn er das gegen mich einsetzen möchte, dann Rocky Helmet, der sich einfach zu Tode, dementsprechend wäre das fein. Ich habe ein bisschen Special Attack, damit ich einfach noch ein bisschen mehr stärker bin. Einfach 4 am Special Death. Und ja, habe ich ja gestern mal einen First Death getan, damit ich halt gegen sowas wie Wishu halt einfach besser im Matchup bin. Ich glaube, die 4 in Spitze haben mir allein schon gereicht, damit die Rolls von Flawless schlechter gegen mich wären. Dementsprechend, glaube ich, passt das. Ja, ich bin Tyrannus echt nicht so zufrieden. Ich glaube,
es gibt halt so Sachen, die sind richtig scary. Ich glaube, an sich habe ich kein schlechtes Matchup, aber sowas wie Slowbro und so kann echt gefährlich werden. So ein paar Sachen wie Pharaoh, wenn er das richtig spielt, kann er halt richtig gefährlich werden. Ich habe halt so oft Pivots, also ich kann halt auf U-Turn World switchen und so. Wenn ich den richtig unterdrückt kriege und dann halt ein paar Kills mit Tita oder sowas claime, dann sollte das Game eigentlich gut in meinem Favor sein. Vor allem, wenn er, selbst wenn er sowas wie ein Switchen hat mit, wie Shu und Tita, ich drücke Superpower und Switch und gehe dann nochmal in Torn, kriegt Sand Damage, kriegt Helmet Damage. Selbst wenn er Regen hat, kriegst du dann halt genug Damage, was halt, denke ich mal, fein ist. Dementsprechend, ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe schon das Matchup. Aber es gibt echt ein paar Mons, die schon echt scary sind, wo ich halt wirklich gucken muss, wie spiele ich da rum. So allen voran Slowbro, Pharaoh ist noch ein bisschen komisch, weil er T-Waven kann und so. Ist alles ein bisschen nervig. Galatias, wenn er sich mal boosten sollte, könnte gefährlich werden. Wenn Tita weg ist, dann könnte ich dagegen sogar fast verlieren. Dementsprechend, muss ich dann mal gucken, könnte eventuell Emergency Fortress dann was werden. Wenn er keinen Draco hat, keinen Dragon Move hat, kann Dragalge vielleicht noch ein bisschen was mit dem Draco machen. Aber wenn er auf plus 1 ist, dann auch wieder nicht, ne? Dementsprechend kann er, müsste ich dann taunten und dann mal gucken. Aber ich habe auf jeden Fall Wege, sein Team zu besiegen mit diesem Team. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ich das richtig spiele, ich muss halt auch ein bisschen aggressiver spielen, dann sollte ich das Game gut gewinnen können. Das ist halt das Ding. Deswegen, der Kampf wird dann im Spiel tatsächlich entschieden, nicht im Teamling. Und deswegen würde ich mal sagen, ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Kampf. Bis dann und ciao.